Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Woche mit Büchern, Kalenderwoche 13. Heute schaffe ich es mal wieder pünktlich. Ich habe in der letzten Woche zwei Hörbücher gehört, da ich total im Paper-Fieber von Erin Watt war und habe zwei Bücher gelesen, was für mich ja relativ wenig ist für eine ganze Woche. Aber ich muss dazu sagen, ein Buch hat mich die ganze Woche aufgehalten, weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Und zum Zweiten konnte ich Samstag gar nicht lesen, weil wir mit unserer Kleinen nach Oldenburg zum Dance Contest waren. Und das hat sich aber gelohnt. Sie hat mit ihrer Altersgruppe den zweiten Platz gemacht, durfte also das erste Mal mit aufs Treppchen. Das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung. Ja, ich fange mal mit dem Buch an, was absolut der Flop für mich war. Es hat mich die ganze Woche beschäftigt, obwohl es mich nicht packen konnte. Wenn ich vom Cover ausgegangen wäre, hätte es mir gefallen müssen. Und zwar spreche ich von The Wife von Elefair Burke. Ist ihr Geheimnis sein Verhängnis? Ist im Aufbau Verlag erschienen für 12,99 Euro, ist ein Psychothriller, würde ich mal sagen. Und hier ging es um Angela. Sie hat sich vor einiger Zeit in den attraktiven Wirtschaftsprofessor Jason verliebt, lebte vorher alleinerziehend mit ihrem Sohn Spencer, glaube ich. Und ja, sie kann gar nicht glauben, dass sie mal Glück gehabt hat, aber es ist so. Sie sind jetzt verheiratet, glücklich miteinander, bis eines Tages eine Studentin ihn des Missbrauchs bezichtigt, anklagt, wie auch immer. Und plötzlich bricht alles über Angela herein und sie will einfach nur ja, für ihn kämpfen, damit ihr Geheimnis nicht auch noch ans Tageslicht kommt. Denn sie hat auch eine Vergangenheit und möchte auf keinen Fall, dass das ans Tageslicht kommt. Ja, wie gesagt, das Buch war von Anfang bis Ende, dass ich schwer reingekommen bin, auch schwer drin geblieben bin und auch schwer weitergekommen bin. Also wirklich komplett, ich weiß nicht, ob es am Schreibstil lag. Die Geschichte hatte mich an sich schon interessiert, denn sowas Ähnliches hatte ich ja vor kurzem auch gelesen mit Anatomie einer Affäre. Das hatte mir ja richtig gut gefallen. Also am Inhalt, also an der Geschichte selbst lag es nicht. Ja, von mir 3 Sterne, aber konnte mich leider gar nicht fesseln und gar nicht überzeugen und auch gar nicht begeistern. Dann habe ich Paper Palace, die Verführung gehört von Erin Watt. Ich habe es wirklich weggesuchtet. Der erste Teil, den habe ich schon vor einem Jahr oder so gelesen, war so ein 4-Sterne-Liebesgeschichte für mich. Dann habe ich ja vorletzte Woche Paper Prince gehört, war ich ja auch schon total begeistert von mit 4,5 Sternen. Hier genauso Paper Palace, die Verführung fast noch besser, aber auch 4,5 Sterne. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber hier war auch Spannung mit drin, da es halt auch Ereignisse in der Familie gab, die ja, Reeds Zukunft wirklich zerstören können. Und daher war es auch sehr spannend, hat mir wieder richtig gut gefallen. Und dann habe ich noch Band 3,5 gleich hinterher gehört. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das jetzt auf meiner Wunschliste steht. Das ist auf jeden Fall Band 3,5 und da geht es dann um Reeds Bruder Gideon, den Ältesten, und seine Ex-Freundin Savannah. Und das hat mir auch gut gefallen. Das hat 4 Sterne von mir bekommen. Und jetzt fehlen mir noch Paper... Passion und Paper Paradise. Paper Passion habe ich schon in meinem Regal, das wird jetzt als nächstes in Angriff genommen. Aber jetzt höre ich erstmal den dritten Teil der Gut Greifenau-Saga Morgenröte. So, und dann habe ich nur noch ein Buch, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, letzte Woche bin ich nicht so viel weitergekommen. Und zwar Golden Dynastie, größer als Verlangen von Jennifer L. Armentrout aus dem Mira Taschenbuch Verlag.
Da habe ich das E-Book von NetGalley bekommen, wollte das aber auch unbedingt als Buch haben und habe es mir dann schon gekauft. Und hier geht es um die Familie De Vincenz. Julia wird engagiert als Krankenschwester. Sie weiß aber nicht, für wen sie arbeiten soll. Und es stellt sich dann heraus, dass das die skandalumwitterte Familie die Vincenz ist. Und sie soll sich halt um die Schwester kümmern, die 10 Jahre verschwunden war und jetzt in einem nicht so guten Zustand wieder aufgefunden wurde. Und am letzten Tag in ihrer Heimat lernt sie einen geheimnisvollen Mann kennen, der sie gleich total fasziniert und anzieht. Und die beiden, sie nimmt ihn auch mit zu sich nach Hause. Und am nächsten Morgen ist er halt verschwunden. Und jetzt dürft ihr natürlich dreimal raten, wer einer der Auftraggeber in diesem weit entfernten, ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt war, aber auf jeden Fall nicht an ihrem Wohnort, sondern ein ganzes Stück entfernt. Er hat sie sozusagen ausspioniert. Und ja, insgesamt muss ich sagen, hat es mich so ein bisschen hin und her gerissen. Es gab Passagen, die fand ich richtig gut, also auch vom Schreibstil. Und dann gab es wieder so Längen für mich. Dann war wieder eine Zeit lang, wo es mich richtig begeistern konnte. Dann gab es aber wieder Längen. Zum Schluss gab es noch überraschende Wendungen, sodass ich insgesamt jetzt bei 4 Sternen gelandet bin. Ich hatte es mir aber ehrlich gesagt ein bisschen stärker vorgestellt, da eines meiner Lieblingsliebesromane ja auch von Jennifer L. Armentrout kommt. Und zwar war das, müsste hier stehen, oder auch nicht. Ja. Natürlich nicht. Ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, Morgen liebe ich dich für immer, war das. Und ihr Sexy-Crime-Roman Deadly After hieß er, glaube ich. Der hatte mir auch richtig gut gefallen. Und ich bin aber trotzdem gespannt auf den zweiten Teil der Reihe, werde die Reihe auch auf jeden Fall fortsetzen. Für mich hat das noch Luft nach oben, aber es kann ja auch gut sein, dass mich der zweite Band dann noch mehr begeistern kann. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, hören tue ich momentan Morgenröte gut greifen, Now Teil 3 von Hanna Kaspian. Und lesen muss ich mir heute noch überlegen, zu was ich jetzt greife, denn heute ist ja der erste. Ich habe gestern noch brav alles beendet. Ich weiß nicht, ob es an dem langen Monat lag, aber ich habe wirklich wahnsinnig viel beendet. Also selbst für meine Verhältnisse viel. 16 Bücher waren es, glaube ich, und 8 oder 9 Hörbücher. Also richtig viel. Und April wird meistens bei mir nicht so stark, da wir da sehr viele Geburtstage haben. Aber mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich würde mich wieder sehr über Kommentare und Daumen nach oben von euch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!